Stimmt. Okay. Übrigens jede Menge Sylt rechts von uns, ne? Ah, hab's gesehen. Kann man aber nochmal holen, wenn wir eh den Gang runterbuddeln. Ja. Ja, wir müssen ja auch die Sachen wieder nach oben setzen, dass wir da hochlaufen können. Ja. Wir kommen auch fast. Ja, genau. Da war mir so klar, sage ich jetzt, dass da ein oder zwei Blöcke dazwischen sind. Aber haben sie gut getroffen für. Wir haben keine Ahnung, wo unser Gang war. Ja. So, da sind wir glaube ich schon, ja, jetzt sind wir ganz unten, so an unserem Ende angekommen, sage ich mal. Ja. So, noch weiter oder? Ja gut, wir haben die Gegend hier schon erforscht, rechts. Ich würde dann halt nur die Platten mal wieder setzen sozusagen, dass wir hier das auch wieder hochkriegen. Das wäre vielleicht gar keine so blöde Idee. Wie weit dauert es noch ungefähr bis zur Hölle? Keine Ahnung, wie hoch. Achso, wir sind bei 900 Fuß. Das dauert wahrscheinlich. Oh, noch eine ganze Weile. Also, ich denke mal, bei 1500 oder so kommt die Hölle frühestens. Aber ich würde dann trotzdem mal erstmal hier so ein bisschen Ja. ausleuchten und. Moment. Ach so, ich habe Moment. gar kein Holz. Aber ich mach grad schon. Okay. Mushroom Workbench. Genau, du kannst halt alles aus Mushroom bauen auch. Alles klar, natürlich. Genauso wie wir Deswegen. damals alles aus Pumpkins bauen Ja. konnten. Deswegen. Also die Mushrooms sehen aber, finde ich, ganz cool aus, so das Thema, da ein ganzes Haus aus dem Thema zu bauen. Wie es halt einfach dunkel ist hier. Keine Fackeln. Ich hab, mach doch schon Fackeln. Ach so, stimmt ja. Okay. So, ich bin oben. Komme ich da irgendwo rechts raus? Vermutlich nicht. Machst du eigentlich gerade? Ich komme zu dir. Sieht komisch an. Ach, du springst immer so komisch. Alles klar. Nee, ich lass das. Ich will jetzt nie hier gefühlte 100 übereinander stehende Dingens. Oh. Ach so, du machst das. Okay, dann gucke ich mal hier oben. Ja. Wohin die Höhle führt. Vielleicht haben wir Glück und wir bekommen aus jedem zweiten Block jetzt so einen Diamanten raus. Ja, ich weiß nicht, was du damit willst mit so vielen Diamanten. Keine Ahnung. So, mal ein bisschen gucken. Ist glaube ich wieder so eine Spinnendingens. Zumindest stark danach aus. Nach Spinnenkram. Naja. Aber irgendwie so eine richtige Spinnhülle ist es auch wieder nicht. Zumindest noch Naja. nicht. Was ist das denn? Oh, ein Herz. Ein Wie viel hast denn du? Herzchen. 2,40. Das glaube ich auch. Dann bist du wieder dran. Okay, dann nehme ich das mal. Mit Ruhe. Oh, nimm du mal. Dann könnte der Webstring nämlich drin sein. Oh, pass auf. Ja, ist er auch. Ja, der ist lustig. Muss man benutzen. Anstatt deinem Grappling-Ding. Aber vermute mal, dein Grappling-Teil ist eh nicht lang. Aber du kannst jetzt bis zu acht Ach von diesen so. Grapples gleichzeitig benutzen.
Nee, du musst den weiter links oben platzieren. Den Rapslinger, dann benutzt du den Rapslinger. Kannst dich jetzt halt irgendwo festhalten, genau, so. Mit 8 oder 6, ich glaube 8. Oh jo. Das ist der Rapslinger. So unnötig. Aber es geht. Deswegen sag ich ja, irgendwo muss es eine Spinnentruhe geben, wo das Ding drin ist. Oh, guck mal. Willst du den haben? Nö. Oh, ich schieß. Oh mein Gott. Okay. So. Geht's denn hier überall noch hin? Ja, ich glaube, das war's jetzt. Jo. Perfekt, haben beide schön mitgenommen. Ne, ich habe hier schon einen normalen Grappling Hook, da brauche ich den Webslinger nicht. Ja, eben, ich eben auch nicht. Der Webslinger ist halt, wenn du dich irgendwie durch enge Gänge oder so bewegst oder eine bestimmte Entfernung zu einem Gegner halten willst, so ganz nützlich, genauso wie die Ivy Whip. Aber würde ich halt eher dann in Richtung Ivy Whip gehen, als dass ich. Okay, du farmst das. Ich guck mal hier noch so ein bisschen rum, was ja noch so an Höhlen zu entdecken ist, ne? Jo. Ja, ich bin jetzt süchtig nach diesem. Zeug. Ja, Farmboy, mach nur. Ja. Mein kleiner Bauernjunge, nein, Quatsch. So, haben wir hier unten noch irgendwas? Also, irgendwie habe ich das Ausleuchten vergessen, würde ich behaupten. Ah, hier ist noch eine Höhle. Sehr gut. Die einfach nur aus Wasser besteht. Yay! Nice! Ich hab mich schon immer gewünscht, ne? Wasserhöhle. Geht ein bisschen Tungsten farmen, einfach nur weiß. Ja, das steht dieses Jahr auf meiner Weihnachtsliste. Eine Tropfsteinhöhle besuchen oder was? Ja. Ist das ernsthaft oder ist das ein Spaß? Nein. War mir jetzt nicht ganz sicher. Gibt die Leute, die mögen das, also. Ich war auch schon mal da drin. Es ist schon mal ganz cool, sowas zu sehen, aber einmal reicht mir. Ja, ich war auch einmal da drin. Irgendwie fand ich das ein extrem lustiger Tag. Also. Also wie gesagt, ich fand es auch ganz spannend, da einmal reinzuschauen, aber halt einmal. Ja. Einer von unseren. Machst du links? Ja, bin gerade dabei. Einer von unseren Klassenkameraden hat sich den Kopf irgendwie an der Decke gestoßen. Was? Wie schafft man denn das? Ich habe keine Ahnung, aber die Decke war auch relativ tief. Okay. Wir sind da in so eine unter Wasser, auch größtenteils mit Wasser gefüllte Höhle gegangen. Aber ich muss sagen, das war doch relativ interessant. Schmeiß einfach mal, weil du es kannst, so ein Glowstick hin. Was ist denn da in der Erde drin? Amethyst. Nüt. Ja, und der lag dann irgendwie so halb bewusstlos im Boot rum. Ja, wir hatten. Was? Wie sehr hat der sich denn. Moment mal kurz. Wie sehr hat sich er sich denn den Dingens gestoßen? Sehr. Ja, genau, das wollte ich auch gerade machen. Sehr gut. Also muss man nicht ständig nachsetzen mit den Fackeln. Das ist aber dann schon ein bisschen krass. Ja. Sicher ist sicher. Wir müssen dann unten wieder was im Wasser zur Seite bauen. Hast du Steine? Ah, warte. Ich habe eins Erde. Kannst du noch. Ja, dann noch rechts. Ja, eins, vier, ein Körper noch. Ein Körper noch. Jetzt hör mal auf, deine komischen Sticks zu werfen, Mensch. Wie viel habe ich jetzt schon geworfen? Das ist, glaube ich, drei liegen hier rum. Scheiße. Ist ja nicht Wasser unter uns, oder? Nee, gut. Aber wir fallen sogar langsamer, wenn wir mit Wasser fallen. Lustig. Alter, jetzt, oh mein Gott. Du denn, ey, hör auf, diese Sticks zu werfen, Mann. Will ich gar nicht. Schrecklich. Leute, hier unten waren wir auch schon. Ja, irgendwie sind wir da schon mal rumgelaufen. Alter. Waren wir aber schon ganz schön tief, ey. Ja, 1400 sind wir jetzt. Also das, wie gesagt, ich glaube, im Medium kommt wahrscheinlich noch später. Ich glaube, im Small kommt ungefähr 1000 die Hölle. Aber
Wir sind hier Medium, die sind mal fast doppelt so groß oder sowas. Ja. Es wird wohl noch Momentchen dauern. Hoffentlich. Yay. Total spannend für Zuschauer, wahrscheinlich hier so. Ja, natürlich. Ich habe übrigens letztens festgestellt, ich mag ziemlich schräge Animes. Ich habe jetzt mal einen, der bloß mit deutschen Untertiteln war, auf so einem Anime-Stream angeschaut. Ging es irgendwie darum, keine Ahnung, dass da Puppenspieler im Mittelalter sozusagen im Turnier miteinander anlegen. Keine Ahnung. Also die tun halt wirklich so mit so halbmagischen Puppen da kämpfen gegeneinander. Fand ich eigentlich ziemlich nice, so die Geschichte. Gibt's aber irgendwie nur 12 Folgen, davon sind 6 mit Deutsch untertitelt. Japanisch kann ich leider nicht. Ich leider auch noch nicht. Ich habe mir jetzt, ich glaube, 12 neue Animes geholt. Als DVD oder was? Nee. Achso. YouTube. Ja, YouTube hat alles. Okay. Und ich muss sagen. Oh oh. Mit. Also, ich fand. Date My Life ist ein sehr guter Anime. Date My Life. Mhm. Klingt eher wie ein billiger Porno. Och man. Nee, also, ist schon ziemlich geil. Wenn man die Story einmal kapiert hat, so nach den ersten 20-30 Minuten, ist schon ziemlich geil. Oh. Ich wollte mal kurz mal hier alles Bundestum abbauen. Perfekt. Langsam wird es ein bisschen lavaig. Ja, ich merke auch gerade. Hauptsache, Hauptsache wir haben einen Block dazwischen, wollte ich sagen. Haben wir nicht. Irgendwie müssen wir jetzt hier drum rum. Wollen wir hier ein Stück nach unten bauen, dann so ein Stück links rum? Das ist, glaube ich, die kürzere Variante. Wenn wir sozusagen uns selber noch einen Weg da bauen. Aber, warte. Was denn? Also, du bist hier so zu den Rubinen und so. Das sind Amethysten, deswegen. Ja, oder Amethysten. Ich baue mal kurz hier so rum. Wie ich mir das dachte. Ja, Hauptsache, da fließt keine Lava rein. Nö, nö. Alles safe. Ein Steinblock dazwischen. Ups, ich habe einen Steinblock abgebaut. Wäre dann derjenige, der hier drin steht, mit dran. Also von daher kommt aber nicht so einfach weg, so schnell. Ja, stimmt. Aber es sind aber ganz schön viele. Ja, sind jetzt auch auf 1740 Meter, also. Da habe ich erwartet, dass es ein bisschen mehr ist. Ich werde krepieren. Es wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, wieder alle deine Items in die Lava zu schmeißen, ja. Ja. Ich brauche einen neuen Stick. Du hast doch so viele. Also der Hintergrund hat sich noch nicht zur Hölle verändert. Nee, noch einfach nur tief. So, warte. Ich glaube, hier ist richtig. Ja, genau. Nee, lass mal. Ja. Das leuchtet mir zu böse da unten. Ja. Ich glaube, das sollten wir lassen. Nee, das sollte man wirklich lassen. Ich sehe es gerade. Wäre eine dumme Idee. Okay, mein Glowstick ist ersoffen. Ich habe einen Skeleton-Banner gefunden. Wow! Wow! Alles safe. Ja. Nicht so ganz. Amethyst. Soweit ich weiß, kannst du da durchlaufen. Ja, da kannst du durchlaufen. Alles verfließt, ist bloß Optik. Aber trotzdem. So viel weiter kommst du trotzdem nicht. Du Scheiße. Siehst du es doch rechts schon, oder? Ja. Das Einzige, was wir machen können, ist. Blödes Vieh, wo kommst du? Ja, das hab ich schon fast gedacht, wenn du jetzt so dastehst, das wäre jetzt mal wieder einladend. Um den Alex in die Lava zu schmeißen. Das ist jetzt so drüber gebaut, okay. Da hat es bei mir geleckt, da war wahrscheinlich die Aufnahme wieder zu Ende. Gibt's irgendwas, wo du hin willst? Da rechts waren wir auch schon. Da war ich vorhin gerade. Ja.
Ich weiß nicht, kann man. Übrigens, da ist Geld zum Beispiel gerade weg gewesen. Hast du es gesehen? Wenn es direkt in die Lava fällt, was, geht's weg. Ja. Und wenn du direkt in die Lava fällst, stirbst du. Das musst du eigentlich nicht noch mal testen. Deswegen würde ich sagen, vorhin hat da die Lava ein bisschen was von deinem Equip zerstört. Ja gut, aber das mit der Tür kann ich mir immer noch nicht erklären. Ja gut, das ist stimmt. Gar nicht, ob es irgendwie geleckt hat. Mal angucken. So, also das einzig für mich interessant. Au, au, au! Blöde Mist, Fledermaus. Das brauchst du aber nie mitnehmen, das Alu. So, und diesmal werde ich keine Lava freilassen. Das kannst du knicken. Sag's nicht zu laut, ich erinnere mich an deine letzten Versprechen. Ja, aber da habe ich's gehalten. Ich bin in der letzten Aufnahme nicht gestorben. Das meinte ich nicht. Ich meinte mehr so von wegen in der ersten Session. Ich werde ab jetzt nicht mehr sterben, 5 Minuten später tot. Scheiße, ja. Uncool. Dead Rising 3 ist schon seit vorgestern indiziert, wie ich es mitgekriegt habe. Das ist von Anfang an indiziert, soweit ich weiß, Dead Rising. Nö, erst der 3. Dezember. Oho. Der neue Teil. Das kam aber in Deutschland, wurde es nicht mal auf, also es wurde nicht mal auf den Markt gebracht in Deutschland, von daher bin ich, glaube ich, keine so direkte Rolle. Ja, aber ich verstehe es nicht, warum das dann plötzlich alle haben in Deutschland. Naja, die PG-Version über Amazon kann man ja ganz normal kaufen, solange sie nicht indiziert ist. Ja, jetzt ist sie leider indiziert. Ich weiß nicht, ob das Amazon immer noch die PG-Version dann trotzdem verkauft, aber ich vermute mal nicht. Oh. Ich vermute mal schon. Da waren meine Plattformen alle. Aber ich kaufe mir die Xbox One ja eh nicht, von daher. Nö, nee, ich auch nicht. Also, wenn, dann wird es ein PlayStation 4 und das wird sich noch eine ganze Weile hinziehen. Bei mir wird es sich bis ungefähr Januar hinziehen, Ende Januar. Blob. Nee, ich hab zwar im Januar Geburtstag, aber weiß nicht. Mich fix da gerade nichts an von den. Ach man. Von den ganzen. Huch. Mich auch nicht wirklich. Gibt's einfach im Moment noch nicht so viel Interessantes, leider. Die ganzen Launch-Titten wurden ja fast alle abgesagt. Beziehungsweise die interessanten Launch-Titten wurden abgesagt. Ja. Fand ich ehrlich gesagt ein bisschen armselig. Kurz vor der Veröffentlichung, wenn alle Welt schon reserviert hat. Da vor allen Dingen war auch noch Trailer und sowas die Woche vorher raus. Und dann, ach so, übrigens, es kommt gar nicht als Launch. What? Ja, super. Ich habe also gesagt, da hat irgendwie Marketing und Dingens sich nicht drüber unterhalten. Vorher habe ich das Gefühl. Ich habe ja auch irgendwie mitgekriegt, dass Xbox, also Microsoft, den Trailer von Sony genommen hat für irgendein Spiel. Gut, das ist mit mir neu. Habe ich so mitgekriegt. Wie gesagt, das ist mir neu. So, jetzt habe ich erstmal wieder alles bis oben mit Platten ausgestattet, also sonst wieder hochkommen, ohne Probleme. Das heißt auch runter. Lol. Achso. Wieso lol? Ich habe gerade meinen Spitzhacke fallen lassen. Was? Wieso? Warum tust du komische Dinge? Weil ich den Topaz Hook gegen den Webslinger austauschen wollte. Achso. Ey, nicht unter mir wegbauen, ich will nach oben. Achso. Ich will bloß die Dinger hier holen, die hier rumstanden. Da ist ein bisschen Höhle und so. Ich weiß nicht, ob wir irgendwie in eine Special-Höhle müssen oder so, um den zu finden. Diesen Typen. Oh, da waren ganz, 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 ganz viele von vielen wertvollen Sachen. Was für wertvolle Sachen wollen, meinst du denn? Jetzt komm, werf doch den blöden Stick, ey. Und zwar. Willst du da unten wirklich so drauf gehen, so erbärmlich? Du weißt schon, was da passiert. Ich will es jetzt nicht für ein paar Edelsteine aufs Spiel setzen. Ich setze es doch nicht aufs Spiel. Das sagen sie alle. Und dann sterben sie. Und dann steht da, Alex konnte nicht schwimmen oder irgend sowas. So.
Oh. Ah, ist natürlich sehr gut. Oh, oh, das war gerade extrem knapp. Gott sei Dank habe ich mir das Luftloch gebaut. Ups. Alex. Da kommt Piranhas auf dich zu. Wollte es nur erwähnt haben. Ich hatte gerade auch ein Atemproblem. Das habe ich mir außerdem noch gedacht, dass irgend sowas auch gerade noch eintritt. Oh. Ja, ohne sonst Risiko. Ja, sonst kein Alex, ne? Ja. Weißt du. Nee, ich kann den Satz gerade nicht gut verwerten, sonst wäre das irgendwie lustig gewesen, aber ich kann es gerade nicht schön verwerten. Wie kommt mein Pinguin auf die andere Seite deiner geschlossenen Steinmauer? Apportet. Anscheinend. Was sind auch noch zwei? Interessant. Ach nee, der fliegt in Kurven. Ha! Der fliegt erst manchmal weiter, als ich sozusagen stehe. Okay. Lol. Lol. Oh. So, bin gerade einfach nur ein bisschen noch einmal forschen. Die kommen übrigens von unten an die gleiche Höhle ran. Nach rechts. Okay. Bis hier Wasser drin ist. So, ich bin bloß am rumgucken, was hier gerade noch so ist, wenn wir hier schon mal durchgehen. Da ist noch eine Höhle. Eigentlich habe ich keine Fackeln mehr. Das ist echt doof. Ich auch nicht. Ich habe noch Glibber. Komm, ich halte. Ach so. Das ist dein Herz. Juhu. Juhu. So, weil ich habe nämlich nur noch Glibber, aber kein Holz mehr. Ja, das gleiche habe ich auch. Ich habe mein Holz vorhin komplett für Platten verbaut. So im Nachhinein finde ich eigentlich nicht die beste Idee, aber hier oben ist auch nichts Tolles. Von daher. Dwayne. Wir benutzen jetzt einfach Lava als Leuchtmittel. Ich will einfach wieder hochgehen mal. Und den ganzen Kram, den ganzen Silt und sowas, den wir noch vorhin geholt haben. Ablegen. Das ist ja gar nicht so weit. Nö, nur 1700 gerade hoch springen. Das geht. Ja, mit dem Hook geht's ja einigermaßen. Da kann man sich ja immer so schön an den Platten unten festhalten. Ja. So. Haben wir eben den 1000er Stack Stein wieder voll. So. Das wird übelst schlimmer. Warum habe ich eigentlich eine Iron Pickaxe, Iron Sword und Iron Axe? What the fuck? Ja, eben. Hatte ich vorhin auch irgendwie. Ich habe mich gewundert. Schräg. Sind unsere Türen noch da? Ja, ja. Okay. Warte mal. Kann es sein, dass die ganzen Kürbissachen jetzt despawnen?